Hallo und herzlich willkommen zu Goldwaschen mit Paul. Ich bin Paul und das ist ein Video von Goldsachs. Es geht weiter am Bach. Ich habe mir heute ausgedacht, ich buddel mal wieder an der alten Stelle ein bisschen rum. Ergo am bereits bekannten Spot. Diesmal ein bisschen weiter vor, also in Richtung der Endgegner, der größeren Steinchen. Da. Das ist der größere Stein auf der richtigen Seite. Der andere ist auf der falschen Seite, aber den kann ich ja vielleicht auch irgendwann mal antesten. Mit dabei habe ich eine nagelneue Model 2. Nagelneu, falls man sich wundert. Ich habe mit der Zeit ein bisschen natürlich auch Verbesserungen vorgenommen in der Fertigung und deswegen jetzt das Update. Also nicht wundern, warum nimmt er eine neue Model 2? Hält die alte nicht mehr? Keine Sorge, die alten halten auch durch. Ist halt nur nicht mehr so hübsch. Und ich kann ja eine neue nehmen. Ne? Genau. So. Und eine Neuerung. Ich hatte jetzt wieder Bock zu sieben. Und deswegen sieben wir heute. Ich habe meinen, wer es erkennt, es ist ein Papierkorb. Also es war ein Papierkorb. Heute früh war es noch ein Papierkorb. Jetzt ist es ein Goldsieb, hoffe ich. Schauen wir mal, ob es geht. Hatte nichts anderes da. Sonntags Baumärkte machen zu. Ja, würde ich sagen, geht's los, ne? Viel Spaß mit dem Video. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat schon was gut gefunkelt nach dem ersten Eimer. Und da würde ich sagen, lege ich noch mal einen zweiten nach. Da kommen wir ungefähr dann auf die 30 Liter. Und auf 5 mm habe ich, nee, auf 4,5 mm habe ich gebohrt. Also das dürfte vom gesiebten her dann doch schon eine entsprechende Menge sein, die wir sonst ja auch umsetzen. Also
Auf geht's. Nicht ganz einfach, weil da ist schon wieder Leben im Spiel, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ja, meine Klamotten entsprechend. Naja. Man ja ein Schwitzen. Verrückt. Sonntag. Ja. Nee. Ganz entspannt. So. Jetzt hole ich euch mal so richtig schön nah in die Rinne ran. Gucken wir mal, was da drin so passiert. Nee? Da unten. Da ist er. So, es wird gleich einen übelst geilen Effekt geben, den der Sören da macht. Ja. Und, pass auf. 3, 2, 1. Also Sören, für dich, bitte jetzt so einen übelsten Zoom-Effekt. So dieses, ich zeig's dir, ne? So. Und dann kommt nämlich. Das war dann auch schon der zweite Eimer. Es geht angenehm schnell von der Hand, ne? Und gefühlt löst sich der Leben doch deutlich besser, wenn man dafür einen Sieg nimmt. Also, ja, ihr erinnert euch an die Stelle vom letzten Video. Also vom letzten Video von diesem Dach hier. Ja, ich schöne Lehmschlacht hatte. Da werde ich beim nächsten Mal, wenn ich mir ein besseres Sieb gebaut habe, dann mal das wieder vornehmen. Ja. Und jetzt werde ich mal die Rinne auswaschen und dann schauen wir mal, was da so drin ist. Ha ha ha.
Nö. Saustau. Guckt euch mal diesen Trümmer an, ey. Das ist ja Hammer. Dieser Brocken hier drüben, ne? Ne? Schöner Vergleich. Ja, das dürfte der größte sein, der bisher hier rausgekommen ist, ne? Guck mal, hier drüben ist auch noch so ein kleines bisschen. Oh, guck mal, der schwimmt. Du bist nicht frei. Du warst frei, ich hab dich gefangen. Damn. So. Ja. Richtig schick. Guck ich mal daheim, ob ich ein bisschen Millimeterpapier da habe. Und dann schauen wir uns den mal da drauf an. Ja. Das hat sich gelohnt. Ob das jetzt am 7 oder an der Stelle lag, keine Ahnung. Es geht ja hier schön mitten in die Bank rein. Ne? So. Können wir mal vermuten. Auf jeden Fall erfolgreich. Ja. Und es wird schon wieder dunkel. Aber ja, reicht ja auch. Ne? Da muss ich ja noch ein bisschen was aufheben. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und habt jetzt einen schönen ersten Advent. In Zukunft oder schon gehabt. No? Haut rein, macht's gut. Ciao.